Heute basteln wir Tannenbäume aus Wattepads. Die sehen so besonders schön winterlich aus. Ihr könnt natürlich Tannenbäume in verschiedenen Größen machen, einen ganzen Tannenwald, vielleicht auch ein Reh oder ein Hirsch dazwischen stellen. Das sieht besonders hübsch aus. Ja, dann legen wir mal los. So, nun zeige ich euch mal zwei Objekte, die mein Enkelkind wird jetzt 3 Jahre alt, gebastelt hat, und zwar das mit seiner Mama. Er hat einen Schneemann gebastelt, die Nase ist ein Pflaumenkern und eine Raupe. Und er ist total stolz auf seine Bastelarbeit und ich finde die auch richtig gut. Also Eltern und Großeltern, man kann auch schöne Sachen mit Kindern mit Wattepads basteln. Aus Wattepads kann man wunderschöne Dinge basteln. Heute basteln wir einen Tannenbaum, einen weihnachtlichen, winterlichen Tannenbaum. Ihr braucht dazu folgende Materialien. Ich habe hier Wattepads, und zwar vom Aldi, 2 Packungen. Die sind sehr geeignet für die Bastelarbeit, weil die rundherum eine Prägung haben und die Einzelteile gut zusammengehalten werden. Dann braucht ihr entweder einen Heißkleber, einen Flüssigkleber oder ein Alleskleber. Dann habe ich hier vorne so kleine Sterne, die habe ich bei Teddy gekauft, die setze ich oben auf die Tannenbäume auf. Dann brauche ich einen Zirkel, eine Schere, eventuell einen Bleistift und ein Lineal, wenn ihr größere Kegel basteln wollt. Ja, und natürlich einen Fotokarton in Weiß. So, bei den Wattepads, das sage ich euch nochmal, ist es wirklich schön, dass diese Wattepads so eine Stanzung haben. Da geht das eigentliche Blatt oder das eigentliche Teil nicht auseinander. Ich brauche jetzt Viertelkreise. Die Größe bestimmt ihr jetzt selber. Je kleiner, umso kleiner wird der Tannenbaum, je größer, umso größer wird der Tannenbaum. Um diese Form zu kriegen, lege ich hier den Zirkel an, und zwar an eine Ecke. So, und dann habe ich schon so ein Viertelkreis. Und wenn ich das jetzt größer haben möchte, dann lege ich hier jeweils ein Lineal an und verlängere das immer vom Mittelpunkt, also von dieser Ecke, nach oben. Aber ich habe jetzt einen Kegel in dieser Größe, den habe ich jetzt hier schon mal ausgeschnitten. Den muss ich jetzt, wie gesagt, zu einem Kegel formen. Das mache ich so, indem ich das vorher mal so über die Tischkante ziehe, damit das sich ein bisschen wellt. Und dann klebe ich den zusammen. Wie ihr seht, ist das etwas schwierig hier oben, wenn die Spitze noch da ist. Deswegen mache ich hier so eine Rundung rein. So. Und dann kann ich den Kegel schön rollen, wie ihr seht. Und je nachdem, wie breit ich den unten haben will, schiebe ich das hier enger oder breiter auseinander. So, bei diesem Baum hier habe ich eine Breite hier unten so circa von 8 cm. Den Kegel habe ich hier schon mal fertig geklebt. So, wie gesagt, ihr könnt es in verschiedenen Größen machen. Und dann zeige ich euch jetzt, wie die einzelnen Wattepads hergestellt werden, die ich dann ankleben möchte. So, bei den Tannen, ihr könnt hier noch einen Kreis drunter kleben, beziehungsweise die Tanne auf einen Kreis setzen, der ein bisschen übersteht. Das braucht ihr aber nicht, man kann es machen. Ich zeige euch das mal eben hier, ich drehe es nur um. Bei diesem habe ich das gemacht. Dann steht das ein bisschen über. Dann kann ich die Wattepads noch da drauf kleben. Das muss man aber nicht machen. So, die Wattepads, ich habe schon hier einige gefertigt, entstehen folgendermaßen. Die haben einmal so eine rubbelige Seite und eine glatte Seite. Diese glatte Seite nehme ich so zu mir und dann knicke ich das hier um. Jetzt muss ich natürlich meinen Kleber hier nochmal öffnen. So, dann habe ich, wenn ich das so geknickt habe, hier vorne so eine Linie, da gebe ich hier vorne in diesem Bereich Klebstoff auf, so ungefähr 2 cm lang und so schräg nach außen.
So, dann klebe ich das hier zusammen und halte das ein bisschen fest. Seht ihr, dass dies so noch offen ist. Dann nehme ich hier das und biege das von hier nach da so zur Spitze. Das mache ich mit dieser Seite auch. So, dann seht ihr, entstehen hier im Grunde so Taschen hier oben. Die Taschen, jetzt muss man eben das hier ein bisschen abstreichen, die Taschen beklebe ich hier außen, so, und drücke die an das Pad. So, dann sieht das, wenn ich das jetzt umdrehe, so aus, so soll das auch aussehen, und von dieser Seite so. Wenn ich die Pads in der ersten Reihe aufkleben will, schneide ich das ein wenig schräg an. Wenn ich die nachher weiter aufklebe, schneide ich einfach diese ganze Spitze ab. Ich zeige euch das mal so, seht ihr, so wenn man das so ansetzt, kann man die Spitze nachher wunderschön so ansetzen. Wenn ich die hier unten ansetze, habe ich das etwas weniger geschnitten, das müsst ihr dann mal ausprobieren. So, die erste Reihe, wie gesagt, habe ich beklebt. So. Und jetzt setze ich jeweils hier Klebstoff auf und drücke das jetzt hier in diesen Zwischenraum so ein bisschen höher, sodass man von der Tüte nichts mehr sieht. So, und da setze ich jetzt nach und nach so das auf. Also ich habe selber die ersten Sachen mit dem Flüssigkleber geklebt, also die Einzelteile. Hier, ich zeige euch das nochmal eben. Das geht nämlich wunderbar. Eigentlich geht das am besten mit dem Flüssigkleber. Man biegt es, man streicht es ein, drückt es ein bisschen zusammen, macht hier auf der Seite noch so ein bisschen Klebstoff auf, dass das hält. So, dann biege ich das hier nochmal nach unten, die Seite auch. Dann komme ich nämlich mit dem Klebstoff nicht so in Verbindung auch. Und dann klebe ich diese Seitenteile hier noch hier oben in dem Bereich fest und drücke sie an. So, drehe das Ganze mal um. So soll es aussehen. Und diese überstehende Spitze hier, die schneide ich einfach weg. So. Und dann kann ich im Grunde das ankleben. Das Ankleben funktioniert am besten mit dem Heißkleber. Ja, mein Enkelkind ist da, wie ihr hört. So, und jetzt klebe ich hier rundherum diese Pads fest. So, jetzt seht ihr hier die erste Reihe und die zweite Reihe habe ich schon geklebt. Und jetzt klebe ich die dritte Reihe und man sieht, es gibt so ein richtig schönes Muster. Und man kann die, wenn man das hier so vorbereitet hat, die Dinger, diese schönen einzelnen Teile, einfach so ansetzen. Das ist die Zwischenräume darunter so verdeckt. Das geht rucki zucki. Rucki zucki. Das geht rucki zucki. So, jetzt bin ich bis hier oben angelangt. Jetzt fehlt nur noch die Spitze. Ich habe hier drei Pads oben in der Spitze zusammengeklebt. Und die setze ich jetzt hier drauf. So. Und dann folgt noch ein Stern. Dann mache ich einfach hier diese Aufhängung raus. Da ist der hier auch ein bisschen platter. Dann gebe ich da Klebstoff drauf. Klebstoff. So. Und trage das und klebe den hier jetzt drauf. So. Und dann ist mein Tannenbaum fertig. Wunderbar! Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich finde, mit Wattepads kann man viel machen. Ich habe da auch schon mal Kugeln und Kränze mitgemacht. Da könnt ihr mal in meinen Playlists gucken. Die findet ihr auch bestimmt. Und sonst noch andere schöne Dinge, die euch gefallen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo natürlich auch. Ja, dann bis bald. Eure Angelika Kipp.